Guten Morgen, Leute! Kat guckt gerade unsere eigenen Vlogs. Und ich wollte jetzt was mir zum Frühstück machen. Heute ist die Weihnachtsparty von Sammy. Und wir müssen dafür noch einige Sachen erledigen, weil wir haben gesagt, wir kümmern uns ums Dessert. Und also beziehungsweise unsere Mutter. Unsere Mutter hat es für uns gekocht, ja. Weil sie hat gesagt, sie macht das lieber, sie macht das besser. Hat sie gesagt, deswegen dachte ich mir, okay, mach halt. Und jetzt mache ich mir was zum Frühstück. Und zwar toaste ich mir erstmal Brot und mache SZ-Schnitte drauf. Yay. Ich liebe die mit den Nüssen, die sind richtig geil. SZ-Schnitte. Geiler Shit. Hey Leute, ich habe mich jetzt schnell geschminkt, aber ich habe noch ein bisschen Make-up-Ränder auf den Lippen. Meine Mama ist jetzt da und sie hat uns Nachtisch mitgebracht. Für die Party von Sammy. Hier, einmal Puto. Dann haben wir hier so eine Kuchenrolle. Das hat nur so. Und Letsche Flan, das habe ich jetzt gerade in Kühlschrank. Der Mama. Mhm. Danke. Das ist mit Erdnussspülung. Kannst du probieren? Das Pudding, ich habe ihn noch reingemacht. Mhm. Nein, nicht. Nee. Soll ich probieren oder was? Ja, probieren, weil ich. Kannst du nicht mitnehmen, das ist nicht so. Das weiß ich nicht, das war ein Experiment. Ein Experiment. Mach schnell einfach hin weiter. Was ist es denn? Ist es normales. Das war von. Kuchenteig? Wenn du. Nein, von weißen Eier, weil von weißen Eier, von dem Litscheplan, kann ich nichts benutzen. Mm, geil. Hä? Das schmeckt voll geil. Pudding ist drin. Nehmen wir auch noch mit. Richtig geile Scheiße. Also, Pudding ist, normalerweise ist die. Geil mit Erdnüssen drin, gell? Riecht voll lecker. Nehmen wir auch noch mit. Du musst Puderzucker oben drauf, wenn du mitnehmen willst. Mhm. Ich gehe jetzt auf ein Oscar-Event. Ja. Das ist eine Getreuen. Nein. Deine Jacke sieht ein bisschen aus wie von einem. Wie von was? Yeti. Ah, früher ein Yeti. Das ist aber unecht. Unecht, ja. Because I'm not tragging echtes Fell. It's not good for also, us. Normalerweise bin ich größer als Kat. Jetzt kann ich auf deinen Kopf spucken. Ja, aber wenn sie hier ihre hohen Schuhe trägt, was übrigens äußerst selten vorkommt, dann ist sie tatsächlich einen Zentimeter oder so größer. Das sieht unnormal aus, du bist so groß wie der Türrahmen. Aber du musst so gerade, so. So gerade. So, mach ich mir so ein Hohlkreuz machen. So. Nicht so, muss gerade laufen. So. Nein, so, komm, nicht so. Okay. Ein Gott drauf. Aber das ist zu arg, ich zieh mich um jetzt, weil das sieht echt scheiße aus, was ich hier anziehe. Dir muss steht ich alles. Das passt so gut. Ich muss erst. Was musst du dich rasieren? Ja, ich muss meinen Rücken rasieren, der ist sehr behaart. Ah, ekelhaft. Aus wird nochmal ein Affe. Green Hair Monster. Ihr seht das nicht auf der Kamera, aber die steht so ungefähr 2,10 Meter groß. Anderes Mal ein anderes Outfit auf der Länge. Mein rechter Platz ist leer, da wünsche ich mir die Katharina her als Krokodil. Wie geht das? Ja, ist mal ein Krokodil. So. Hallo? Schni, schna, schnappi. Oh? Mhm. Schnappi, schnappi, schnapp. Schnapp. Ich esse mal ein Stück Puto. Guck mal, ich finde aber auf den ersten Blick, mach's mal. Sieht das aus wie lauter Augen? Sie beobachten dich. Das ist so süß und dieses Gelbe da oben drauf, das Käse. Das ist ein bisschen komisch. Oh Gott. Du musst jetzt neu sortieren, sonst fällt es doch heute Abend auf der Party auf. Das ist schon wie viel hast du gegessen? Eins habe ich gegessen. Aber warte, du musst sie ein bisschen sortieren, sonst merken die doch alle, dass du da schon welche weggegessen hast. Das schmeckt auch geil. Hast du das gegessen? Ja, das schmeckt Pudding und Nüsse. Wie hast du das gegessen? Ah, ja, Mama hat gesagt, ich soll probieren. Oh, okay. Na geil, gell? Ja, war gut. Mhm.
Also Leute, was ihr macht. Wir sind gerade in der Stadt und treffen immer noch den Haare im Gesicht. Und treffen gleich meine Mama ihre Freundinnen. Die sind nämlich auch hier so ein bisschen. Ja, voll hier Christmas Shopping und so. Aber mir hin schon alles erledigt. Schon vorher auch, deswegen müssen wir uns diesen Stress nicht mehr geben. Genau. Alle Geschenke haben wir schon. Ja. Nee, sind fleißig dabei. So, und Mama, schreib ich mal bitte deinen Kolleginnen, dass wir uns hier treffen. Danke. Ich frage mich, wo wir diese Anhänger hin sollen. Feuerblock. Ja. Hallo. 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 Wie geht's euch? Gut. Sollen wir heute ihren Namen sagen? Ich bin die Aische. Ich schaue euch jeden Tag. Achso, sie ist. Wollt ihr gerade ein bisschen Weihnachtsshopping? Nee, wir fallen kein Weihnachten. Achso. Für meine Schüler und so sind es nach Geschenken. Ach, süß. Und ich habe jetzt nichts von Brot zum Ich habe auch so ältere Zuschauer. Ah, voll lieb. Euch auch noch. Tschüss. Sie haben mich gerade voll erschreckt. Ist doch so, hä? Ja. Guten Schmau, Vidi. Danke. Ja. Hallo. Hallo. Wie geht's dir? Gut, dir? Ich hab gehört, ich bin ein Video von dir. Ja? Ja. Kannst du auch mal sein? Hallo. Ich bin wieder da. Oh. Euch auch. Ciao. Tschüss. Hey Leute, wir sind jetzt bei Sammy angekommen. Und guck mal, wir zeigen euch mal, was wir anhaben. Genau. Meist auch. Also, zuerst fängt Paddy an. Also, ich habe ein Kleid von Edited an. Mal, das ist rückenfrei. Okay, ja, hier, da. Jean. Anna? Meine Bluse ist von Gimki. Ja. Mein Rock ist von Edited, dann eine Strumpfhose von H&M. Und genau, das war's. Dazu wird natürlich ein Video kommen. Get ready with me for Christmas time. So, nichts verpassen. Und jetzt ich. Also, und ich habe auch eins gemacht. Get ready with me. Ja, schau bei Insta vorbei. Also, das wird wahrscheinlich dann nicht online sein, weil das ist zu langsam. Ey, was? Also, ich hab mein ist von Chickel. Jumpsuit von Chickel. Echt? Und das hier ist von Lookbook Store. Oh, Online-Shopperin. Ja. Und Socken. Oh, Maren. Das waren Maren und Tobi, die haben die Kamera zugehalten. Oh, ein Monster! Ein Monster! Der macht auch! Andere Dings. Hier gibt es echt ganz, ganz viel Essen. Richtig lecker. Ich freue mich schon voll. Sieht so lecker aus. Okay, ihr zwei Süßen. Ja, es ist lecker. Und wir machen Raclette später. Ich freue mich schon drauf. Normalerweise macht man das ja eigentlich an Silvester, aber wir machen es an Weihnachten. An der Weihnachtsfeier. Was ja. Denn? Raclette. Gell, das macht man eigentlich an Silvester. Ich meine, Raclette schon. Der Käse, stinkt. Der stinkt so nach Furz. Spaß. Nach Schimmel. Nach Schimmel. So, Teller sind einfach zu groß. Teamwork. Ja. Ich habe Hunger. Ich will essen. Was für Kat? Ah, Steffi, was machst du da denn gerade? Naja, hier, das Buch. Das Minani-Kredit. Das kennst du vielleicht? Ja. Ja, ich brauche nämlich Unterschriften dafür. Ach so, bist du ein Fan davon? Ja. Okay. Oh, dann mach mal gleich. Ja. Crazy Girls. Naja. Und du brauchst die Unterstützung von mir. Was ist heute mit dir los? Bist du auch? Hallo. Hallo, ich bin die Maren Merkel. Moment. Hallo. Der Miri, der schreibt nochmal. Ja, total normal. Steffi wollte doch jemanden schon haben. War geil. Macht es dann nicht die Nase voll groß? Doch. Wenn die Nase dann blöd ist. Ach, was soll ich machen? Ach du Schäm! Nee. Ich klimper heute voll. Heute mal Indian Style. Und ich will was essen. Sieht so lecker aus. Ich bin auch
So, wir sind jetzt am Esstisch. Und ich sitze am Masterplatz. Wie Masterplatz? Wo ist jetzt ein Platz noch? Hier ist. Schau mal und hate them, Donja. Hast du Angst um deine Hand? So wie gestern, als ich fast mir meine Hände abgelassen habe, schau dir was gesagt habe. Alle nur, oh, sie verbrennt sich gleich. She's just a girl and she's on fire. Bist du da bei mir? Bin ich so? Ja. Okay, das ist so ein Scheiß. Wir haben uns hier versammelt. Nein, Spaß. Also ich freue mich. Ach Gott, das ist so die Scheiße. Jetzt siehst du mich. Also ich freue mich, dass ihr alle hier seid. Ja, hallo. Warte, ich freue mich, dass ihr alle hier seid. Ich bin hier nicht so. Nein, aber ich freue mich, dass ihr euch alle einfach versammelt habt und dass ihr einfach zu meinem engsten Freundeskreis gehört, mit dem ich einfach solche Sachen machen kann und feiern kann und auch, dass wir ja, in Zukunft so etwas machen können und zusammen sind und einfach glücklich sind. Und Donja hat heute gekocht. Wir haben, Kat und ich haben das Dessert gemacht. So loud here. Cola. Dankeschön. Guck mal, Sammy. Sammy. Wenn jemand einen Leid. Leute, wir werden gezwungen, auf dem Boden zu sitzen. Wir werden voll versklavt, ey. Was soll denn das, ey? Wir sind doch keine Russen. Meine Knie, ey. Meine Knie gehen Schrott hier auf dem Boden. Oh, ich hasse sowas. Übel, wir werden einfach gezwungen. Warum sollen wir eigentlich auf dem Boden sitzen? Also, so eine Scheiße hier. Nieder, nieder! Spaß. Spaß, gell? Richtiger Spaß. Ohne Scheiß. So, guck mal, wie viele Geschenke da sind. Also, ja, ich weiß. Wir warten auf unsere Geschenke. Und raus bist du. Nein, was ist denn? Was? Sammy, ich nacheinander. Nein, ich möchte den ersten jetzt auch so machen. Ene, mene, mu und raus bist du. Okay. Ene, mene, mu und raus. Aber so bist du jetzt wieder so. Ich bin raus. Raus. So, Leute, ich hab jetzt auch mein Geschenk hier. Okay. Katharina. Da, ganz, die sieht ganz glücklich aus. Die waren brav, wir waren brav, genau. Gaming! Schneeballschlacht in der Wohnung. Ich hab nicht mal hingeguckt. Ich hab nicht mal hingeguckt. Ich hab nicht mal hingeguckt. Ja. Der meint so richtig ernst? Ja, der war voll reingesteigert. Ich suche auch jetzt Stellen und so. Fast vorbei. Over. Und es war voll cool, aber beziehungsweise wir müssen eigentlich noch wichteln. Ja. Das haben wir ganz vergessen. Ich glaube, du bekommst mein Geschenk. Ach so, weißt du das jetzt schon? Katzenstreu feucht gemacht. Also immer diese perverse Anspielungen, also das kann ich hier jetzt nicht gebrauchen. Glaubst du, du bekommst was Cooles?
Ich glaube schon, dass ich das beste Geschenk ever bekomme. Auf jeden Fall. Schaut mal auch bei der Lemon-Tee vorbei. Schleichwerbung. Und Leo wird uns dann gleich abholen. Freue mich schon toll. Wenn der Leo kommt und der Freund von Paddy kommt auch und holt uns ab. Und ja, das Essen war sehr lecker, aber es war viel zu viel. Und ich möchte hier jetzt mal ein Lob an die liebe Donny aussprechen, die uns mit Essen versorgt hat, mit tollem Essen, die alles aufräumt. Oh, Applaus. Danke, danke. Der Superschwager will bitte vloggen. Ja, komm, ich laufe jetzt damit rum. Also, ich erzähle euch mal eine Geschichte. Die Geschichte bedeutet... Genau. Okay, Ladies, ich habe eine Kamera, ich bin bald ein YouTube-Star. Ihr müsst mich mögen, okay? Genau, hat abblitzen lassen, sehr gut. Es ist eine tolle Kamera, habe ich so, wir haben gerade unseren Letscheplan. Der ist so geil. Ich schwimme gleich darin, wenn er gut schmeckt. Schmeckt richtig geil. Ja. Schmeckt wie Creme Brûlée. Ja, besser als Creme Brûlée, finde ich. Mhm. Wir haben ja die philippinische Küche. Ja. Hast du das gehört, Mama? Ja, und dann würde ich sagen, das war's für heute und bis morgen! Ich habe die zwei gerade von Sammys Weihnachtsparty abgeholt. Und die sind jetzt total. Schaut mal, die zwei, die süß, wie süß die zwei schlafen. Ich spiel euch hier nichts vor, Mann. Ich bin lesbisch. Was muss ich denn sonst noch tun, um es dir zu beweisen? Die waren gerade so müde. Die sind direkt auf der Couch eingepennt. Also ich habe die abgeholt und 5 Minuten später sind die zwei direkt weggepennt. Ja, von daher beende ich heute mal den Vlog und wünsche euch allen eine gute Nacht. Schlaft schön, Kinder.